Im Regen haben Reutlingens Oberbürgermeisterin Barbara Bosch und Vertreter des Liederkranzes am Denkmal von Friedrich List auf dem Reutlinger Listplatz einen Kranz niedergelegt. Der Todestag des Nationalökonomen jährte sich am 30. November zum 172. Mal. Friedrich List wurde im August 1789 in Reutlingen geboren. Er war einer der bedeutendsten deutschen Wirtschaftstheoretiker des 19. Jahrhunderts sowie Unternehmer, Diplomat und Eisenbahnpionier.